So, liebe Leute, herzlich willkommen zum letzten Teil der Raids Rally. Herzlich willkommen zurück zu Dirt 4. Wir machen heute weiter mit den letzten drei Rennen aus Wales. So wie das auch immer geplant ist. Und dann geht es ab morgen ins kalte Schweden. Gut, dann gehen wir mal rein. Wertungsprüfung Nummer 6 steht heute an. Im vierten Event. Wir sind mittlerweile wieder gut on Tour. Wir wollen uns die 25 wichtigen Punkte sichern, um wieder zumindest in der Gesamtführung Erster zu sein. Aber dafür müssen wir heute wieder ein bisschen liefern. Da, WP startet. Oh, es ist dunkel. Die Maximalgeschwindigkeit werden wir schwer erreichen. Der Turbo ist kaputt. Das Auto kommt gerade aus der Reparatur. Gut, 8 Minuten gibt er uns als Zielgabe vor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. In rechts 3 Stunden. Links 5, senke. Links 6, offene Kehre links, innenhalten. 60 Stunden. Links 5, Linkstein, rechts 3. Überkreuzung 80. In links 6, durch senke. Links 4, Kurve, Lichtstein, in links 6, durch Senke, 200, rechts 4, links 1, Wellen, Senke, rechts 5, über Wellen, links 5, rechts 6, in links 6, Kurve 60, in rechts 3, Kurve, links 5, Senke, 100, Kurve, sofort, rechts 2, Lichtstein, in links 1, rechts halten, über Kuppe. In links, zwei Lampen. Achtung, Kuppe, sofort, rechts 1. Links 6. Rechts 5. Links 5, über Welle. Achtung, Kuppe, rechts 1. Links 4, Kuppe. Kuppe, sofort, rechts 2. In links 1, nicht schneiden. Rechts halten, über Kuppe. Habe ich auch so ein ähnlich langer Takt wie gestern. Rechts 6, durch Senke, rechts 4, Kuppe, vielleicht Sprung, Wendstein, rechts 6, über Kuppe, 60, links 5, rechts 1, über Kuppe, links 6, in offene Kehre rechts, lang, durch Senke, links 4, rechts 3. Ja, der Turbo ist halt Problem, macht seine Probleme, hat er gesagt. Aber merken tun wir davon nichts, nur dass momentan die Bäume wieder ein bisschen im Weg stehen. 60 über 100. Och Mann, ja, ist ja gut, ey. Dass du jetzt rund jedes Mal runterrutschen musst, ist okay. Macht ja Spaß. Dunkel, Nebel, Wald. Drei super Kombinationen, die richtig Spaß machen. Jetzt merkt man, dass der Turbo langsam am Arsch ist. 90 Grad rechts, rechts 4. Links 5, runter. Rechts 4, links 1, Welle, Senke, nicht schneiden. Rechts 5, über Welle. Links 5, rechts 6, 80, Kuppe, sofort, rechts 2. In links 1, nicht schneiden. Rechts halten, über Kuppe. In links 2, lang. Achtung, Kuppe, sofort, rechts 1. Ich würde überraschen, was wir zurückliegen. Rechts 6, links 4. Ich glaube, wir haben ein Leistung verloren. Rechts 3, links 6. Links fängt doch schon wieder gut an hier. Rechts 6, über Welle. Rechts 3, links 6, über Kuppe. Rechts 1, über Kuppe. Links 3, Richtstein. Rechts 4. In links 6, Richtstein. 60, rechts 1, über Kuppe. Links 3. Rechts 4, in links 6, 80, links 1, Kuppe, in rechts 2, lang, in links halten, über Kuppe, in rechts 1, lang. Der Vorsprung wird eher größer. In links 2, Kuppe, 60. Trotz des kaputten Turbos, kein schlechtes Zeichen. Links 3, rechts 4,
Wir wollen ja auch wieder nach dem Visa-Desaster aus Spanien, wo man das Ding hier natürlich rocken. Und dann kommen noch Schweden. Links 6, 130, links 5, links 3, Überkuppe, nicht schneiden. Rechts 6, Überkuppe, 200. Achtung, langsam, scharf rechts. Links 4. 60, Überwelle. Rechts 6, 60, durch Senke. Links 3, nicht schneiden. Rechts halten. So. Links 3, durch Senke, mittig halten, Überkupplung 60, in offene Kehrung, rechts lang. 60 durch Senke. Links 3, Überkupplung. Rechts 6, 60, durch Senke, links 3, nicht schneiden. Rechts halten, über Welle. Links 6, Überkupplung. 2, Überkupplung. Rechts 5, links 6. Links 6, Überkuppe. Links 6, Überwelle. Rechts 3, links 6, Überkuppe. Rechts 6. In links 2, lang, mach auf, Überkreuzung. Rechts 3, 60. Rechts 6, 60. Ich fühle mich hier draußen deutlich wohler als im Wald. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber welcher Überraschung, dass es jetzt wieder in den Wald geht und wieder fliegen wir von der Strecke ab. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Oh, ich hasse diese direkt ab in den Wald. Gamm. Da musst du nochmal abfliegen. Rechts 5. Rechts 3. Ja, der war schon vor 46 Sekunden, der ist weg, definitiv. Der war sehr komfortabel und dann so eine Kacke wieder. Rechts 5. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwelle. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4. Links 6. Rechts 5. Links 5. Überwelle. Achtung, Kuppe. Rechts 1. Links 4. Rechts 6. Durch 6. Das Ding wird jetzt definitiv knallrot angezeigt gleich. Aber weil da die kompletten Push wieder liegen haben, liegen lassen. Ja. Von 46 auf 14, oder? Also 32 Sekunden. Aber gut, ich bin Abflug und durch den Wechsel. Habe ich jetzt keinen Wald mehr. Na doch, klar. Rechts halten, Überwelle, 80. Überwelle, sofort offene Kehre rechts, innehalten. Rechts 6. Links 6, Überkuppe. Aber noch führen wir. Überwelle, rechts 3. Links 6, Überkuppe, 80, bis Ziel. Okay, bring es zum Marshall. Da, geschafft. Na, 23 Sekunden sind so minder, aber Hauptsache wir sind Erster geworden. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Naja, das war trotzdem scheiße. 7 Minuten 45 haben wir gebraucht, bis wir hier durch waren. Aber wir haben wieder die 1 da oben stehen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Gut, der nächste Teil. Jetzt etwas entspannter mit 6 Kilometern. Der vorletzte Teil der Rallye-Welt, der Rallye aus Wales, ja, genau so ist es. Ich spreche diese Namen nicht aus, also wie gesagt, zieh mir das bitte nach, aber es ist das vorletzte Teil der Rallye. Und mit dem dunklen Auto fahren wir durch. Das könnte die Leistung mindern. Ja, das Auto ist einfach durch. 4 Minuten 48 geben wir uns zur Zielvorgabe Zeit, mal gucken, ob wir da wieder die Einzelungen trotzdem... Aber es ist deutlich entspannter als jetzt diese 10, 11 Minuten, die wir in den letzten Rennen hatten. Wenn man anfühlt, ist ein bisschen entspannt bis zum Ende. Aber jetzt muss ich ruhig sein. Ich muss mich übrigens konzentrieren gerade. Links 5, rechts 4.
4, Überbrücke. Links halten, durchsenken. Rechts 2, durchsenken. Links 3, Licht schneiden. 100. Ja, so viel zum Thema dazu. Ich hab's nämlich nicht gesehen. Die Wassertemperatur steigt. Ach, halt doch mal die Schnauze. 100. Über Welle. Sofort kommende Kehre rechts. Innenhalten. Rechts 6. Links 6. Kommende Kehre links. Innenhalten. 60 Überbrücke. Links 5. Rechts 3. Nicht steigen. 90 Grad rechts. Rechts 4. Links 5, 100. Koffer, sofort. Rechts 2, nicht steigen. In links 1. Im Hellen wäre das nicht weiter tragisch, aber im dunklen Nebel ist das ziemlich fies. Rechts 2, Supergruppe. In links 2, Lampen. Achtung, Koffer, boah, Alter. Sofort. Rechts 1. Rechts 6, durchsetzen. Jetzt sehe ich gerade fast gar nichts mehr. Rechts 4, Gruppe. Vielleicht Sprung. Ich muss mich voll reintasten, dieses Rinnen. Rechts 6. Hier geht's tatsächlich. Links 4. Wenn's dann rausgeht. Rechts 3. Links 6. Überbrücke. Rechts 2. Überbrücke. Links 3. Rechts 4. In links 6. 80. Links 5. Rechts 2. Überbrücke. Links 6. In offene Kehre rechts. Lang. Durchsenken. Links 4. Rechts 3. In links 2. Rechts 5. Links 4. In 90 Grad links. Links 3. Rechts 4. Links 5. Rechts 4. Überbrücke. Links halten. Durchsenken. Rechts 2. Durchsenken. Links 3. Nicht schneiden. Runter. Über Welle. Ja, muss ich wieder ein bisschen konzentrieren hier. Rechts 6. Links 6. Auf der Kehre links. Zumindest führen wir wieder. 60 Überbrücke. 80. Überwende. Sofort auf der Kehre rechts. Wir brauchen das letzte Rennen gar nicht, das letzte Teil gar nicht zu fahren normalerweise. Rechts. Ich muss gleich mal gucken, wo diese Gesamtzeit links liegt. Rechts 4. In auf der Kehre. Ah, dürfte eigentlich klar vor dir liegen. Rechts schneiden. In rechts 6. Links halten. Überbrücke. Rechts 5. Rechts 6. Links 4. Wirklich super weg, komm ich auch nicht. Rechts 3. Links 6. Überbrücke. Links 6. Durchsenken. Links 4. Überbrücke. Durchsenken. Links 6. Mittig halten. Überbrücke. Links 3. Durchsenken. Mittig halten. Überbrücke. 60. In offene Kehre. Rechts. Lang. 60. Durchsenken. Links 3. Überbrücke. In rechts, 3 Überbrücke. Ich hab danach sogar Gott sei Dank im Servicebereich. Ich hoffe, dass wir dann alles repariert bekommen. Nicht schneiden. Mittig halten. Überbrücke. Durchsenke. Rechts 3. 60. Links 6. Durchsenke. Links 4. Überbrücke. Durchsenke. Für Schweden werden wir uns dann noch ein neues Auto. Wenn wir ja noch gekauft rechts, haben zusätzlich. Rechts 4. In links 6. 130. Überwende. Sofort auf der Kehre rechts. Innenhalten. Rechts 6. Rechts 3. In links 2. Durchsenken. In rechts halten. Durchsenken. Links 4. Überbrücke. Rechts 5. Links 6. Auf der Kehre. Das ist verdammt schwierig, liebe Leute. Das sieht einfach aus, aber es ist einfach fies und schwierig. In links 6. Bis Ziel. So, Thema gegessen, vorletzte Strecke. Ah, schreck auch nicht. Und jetzt kommt nochmal der Megablock mit 16 Kilometern zum Abschluss. Puh, Gott sei Dank. Erster. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja, aber jetzt sind wir ein bisschen besser dran als in den letzten Rallyes. Ich gucke mal gerade die Wertungsprüfergebnisse, wie momentan aussieht. Ja, ich habe klar, Strafe bekommen. Als einziger. Aber wir haben eine gute Zeit geholt, Eventergebnisse. Wir haben momentan Vorsprung von fast 4 Minuten. So nebenbei. Also das sollte eigentlich, selbst mit nur Strafen, sollte das eigentlich kein Problem sein. Wir müssten eigentlich das Ding gewonnen haben. Jetzt kommen aber nochmal 14 Minuten, 14 Kilometer Mörderzeit.
Gott sei Dank, bin ich froh, dass das durch ist. Also wir dürften uns ein Delay von über fast vier Minuten erlauben. Ohne dass wir vom ersten Platz wegzudrängen sind. Gut, Mortal Lake heißt die nächste Aufgabe. Ja, er will den ohne Service brechen. Das könnte die Leistung mindern. So eine Strecke und dann das. 10 Minuten 54 gibt es uns vor. Wir dürfen also 14 Minuten, fast 15 Minuten brauchen. Naja, gucken wir mal. Die möchte ich natürlich nicht gebrauchen. Ich dachte, wir kriegen nochmal einen Servicebereich, aber nein, kriegen wir nicht. Aber es ist hell, das ist der Vorteil für uns. Da ist es nicht weiter tragisch. Rallye Rennen für heute, also letzte Rennen heute. Und dann noch Schweden. Links 6. Rechts 3. Links 3. Lichtstein. Rechts 4. In links 6. Lichtstein. 200. Achtung, langsam. Scharf rechts. Links 4. 60. Überlänge. 130. Links 5. Links 3. So. Links 6. Offene Kehre links. Innenhalten. Lichtstein. 60 über Kuppen. Links 5. Rechts halten. Über Kuppen. Links 6. In offene Kehre rechts. Lang. Durchsenke. Links 4. Rechts 3. In links 2. Runter. Kuppen. Sofort. Rechts 2. Es ist nicht so tragisch, wie ich dachte, mit dem. Mit der fehlenden mit der fehlenden Beleuchtung. Rechts halten, über Kuppen. In links, zwei lang. Achtung, Kuppen, sofort. Rechts 1, Lichtstein, Kuppen. Rechts 4, links 1, Welle, Senke, Lichtstein. Rechts 5, über Welle. Links 5, rechts 6, links 6, rechts 5, links 5, über Welle. Achtung, Kuppen, rechts 1, links 4. Oh, schon gut, haben wir 24 Sekunden. Offene Kehre links, innehalten. 60 über 80. Überwelle, sofort offene Kehre rechts, innehalten. Rechts 6. Ja, Wales läuft deutlich besser als wieder Spanien. Spanien war so mal so ein Ausreißer, so ein absoluter negativer Ausreißer. Platz 33 nach der Aufgabe. Aber das ging, hätte auch nicht gut gehen können. Das wäre tatsächlich weit irgendwo da am Ende des Feldes gewesen. Deswegen seht es mir bitte nach, dass ich das Ding aufgegeben habe. Links 4. Rechts 3. In links 2. Aber dann haben wir vor dem letzten Ding 100, knapp 100 Punkte. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Lichtstein. In rechts 6. Links halten. Über Kuppe. Rechts 5. Müssen wir gucken, wie der Abstand nach hinten ist. Links 5. Ich glaube nicht, dass der auf 6. Wenn der nur 26, mindestens 26 Punkte sind, haben wir das Ding gewonnen. Dann sind wir das mit dem Thema Rallye durch. Aber müssen wir noch die Gesamtzeit achten. Weil sollten wir das Ding gewonnen haben, fahre ich Schweden gar nicht mehr. Dann gehen wir morgen nämlich direkt in den nächsten Teil, aber gucken wir mal. Aber erstmal müssen wir das Ding hier noch zu Ende fahren heute. 60, durchsenke, links 3, rechts halten, über Welle. Rechts 6, durchsenke, rechts 4, Kuppe, vielleicht Sprung, Lichtstein, rechts 6, über Kuppe,
Links 6. Offene Kehre links. Innenhalt. Ich glaube aber nicht, dass wir es haben. Links 5. Rechtshalt. Überpuffer. Links 6. In offene Kehre rechts. Lang. Durchsenke. Links schneiden. Links 4. Wir hätten Spanien gewinnen müssen, wahrscheinlich, um es wirklich endgültig zu packen. In links 2. Runter. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Rechts 5. Über Welle. Links 5. Rechts 6. 80. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Links schneiden. Rechts 5. Über Welle. Links 5. So ein paar Abschnitte haben wir noch. Rechts, aber haben wir tatsächlich von etwas meiner halben Minute, der jetzt gleich aber nochmal reaktualisiert wird. Links 3. Der ungefähr dabei bleibt. 28,6 der Vorsprung. Über Welle. Sofort von der Kehre rechts. Innenfeld. Rechts 6. Links 6. Von der Kehre links. Innenfeld. 60 über Kuppe. 100. Rechts 4. Links 1. Welle. Senke. Rechts 5. Über Welle. Links 5. Rechts 6, rechts 3, in links 2, durchsenke, in rechts 2, durchsenke, links 4, Überpuppe, rechts 5, 60, über Welle, sofort auf der Kehre rechts, innenhalb, rechts 6, rechts 2, links 3, rechts 4, in offene Kehre links, lang, durchsenke, rechts schneiden, in rechts 6, links halb, Überpuppe. Rechts 5. Wenn ich jetzt in den drittletzten Abschnitt ein bisschen gucken, wie die Zeit jetzt gleich ist. Wird jetzt gleich wieder aktualisiert. Rechts 6. Links 6. Auf der Kehre links. Innenhalb. Nicht schneiden. Ja, 29 Sekunden, also. Ja, es ist nur eine halbe Sekunde gewesen. Sofort auf der Kehre rechts. Innenhalb. Rechts 6. Aber auch eine halbe Sekunde Vorsprung macht außen. So. Zwei Überpuffer, nicht schneiden. Rechts 5. Links 6. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6. Überpuffer. Rechts 6. 60. Geht gleich in den vorletzten drei. Teil. Rechts 2. Über Welle. Für heute, für die Rallye Waits. In links 6. Durchsenke. Links 4. Überpuffer. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 150. Über Welle. Ja, das hört sich auch nicht gut an gerade. Ja, das rechts Rauschen. Zwei. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. Extrem viele Fehlzündungen. Links 3. Rechts 5. Ah, ich bin froh, dann können wir das Auto danach einstampfen. In links halten. Überpuppe. In rechts 1. Das Ding bei der fehlende der kaputte Turbo, der diese Fehlzündung verursacht. Fast 50 Sekunden mittlerweile der Vorsprung. Links 6, Überpuffer, 150, rechts 3, lang, macht zu, Überpuffer. Links 6, 100. Wie ich gleich ein bisschen verdammt. Links 3, Überpuffer. Letzter Abschnitt, liebe Leute. Rechts 6, eine Minute 6 der Vorsprung, also wir werden unter 9 Minuten bleiben. Alter, unter 9 Minuten nicht, aber links 3. Eine 9 davor stehen haben. Unter 9 Minuten wird es schwierig werden, weil da möchte man noch 20 Sekunden, das schaffen wir nicht. Aber ich denke, so wie 9 Minuten 10, 9 Minuten 20, das wird die realistische Zeit sein. Aber, naja, boah, das hört sich aber richtig unangenehm an gerade. Alter, das ist komplett durch die Rallye-Welt getragen. Und zwar souverän. Nur mit ersten Plätzen. Links 3, Überpuppe.
Links 6, überpuppen. Links 6, durchsenken. Da oben ist das Ziel. Ganz. Eine Minute 28, 9,25. Ja, da hat zwischen 29 und 39. Aber ist egal, wir haben es geschafft. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Wales weg. Zwischenstand, Meisterschaft? Wieso sind wir Zweiter? Ach so, ja. Wollte gerade sagen, wir müssen tatsächlich nochmal in Schweden liefern. Gucken wir gleich mal rein, wie es da momentan der momentane Stand der Dinge ist. 25 Punkte haben wir auf jeden Fall. Wir sind Zweiter. Wir sind momentan nur Zweiter mit 75 Punkten. Jetzt sind nämlich nur 5 Rennen. Dementsprechend müssen wir tatsächlich in Schweden nochmal liefern. Das machen wir dann aber im nächsten Part. Wir gucken uns die Strecken auf jeden Fall nochmal an. Der letzte Tag wird aber richtig heftig, sehe ich gerade. Also das morgige wird auf jeden Fall ein bisschen entspannter mit 6 Kilometer, 7 Kilometer, 10 Kilometer, 7 Kilometer. Aber dann 14, 14, 12 und 10. Also dann wird es auf jeden Fall richtig heftig. Der letzte Tag der Rallye wird auf jeden Fall nochmal richtig hart werden. Das hätten sie mal andersrum verlesen sollen. Na gut, wir müssen es nehmen, wie es ist. Wir sehen uns dann wieder morgen in Schweden um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, auf Wiedersehen bei Let's Play Töpfchen.